Zwei Dinge zeichnen den Free-to-Play-Multiplayer-Shooter Tribes Ascent besonders aus. Die Geschwindigkeit, mit der die Gefechte stattfinden und ihr hoher Anspruch. Wer neu ins Spiel einsteigt, ist zunächst in der Disziplin Versagen besonders erfolgreich, was hier schön zu sehen ist. Trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, motivieren die superschnellen Ballereien im futuristischen Szenario auf Dauer. Grundsätzlich ist Tribes Ascent erstmal nichts Besonderes. In den wenig innovativen Spielmodi Team Deathmatch, Capture the Flag und Arena bekämpfen sich je nach gewähltem Modus bis zu 32 Spieler, also 16 pro Team. 9 Klassen stehen dabei zur Auswahl, die sich in Bewaffnung, Panzerung und Mobilität unterscheiden. Soweit so bekannt. Das alles entscheidende Spielelement ist in Tribes Ascent indes das sogenannte Skiing, das wir hier gerade in einer speziellen Herausforderung üben. Diese Fähigkeit erlaubt es uns, atemberaubende Geschwindigkeiten aufzubauen. Wie wir das Skiing richtig einsetzen und was es über... An sich ist Skiing keine große Kunst. Per Druck auf die Leertaste verlieren wir jegliche Reibung. Auf einer ebenen Fläche könnten wir so ohne Geschwindigkeitsverlust unendlich weit gleiten. Zusätzlich verfügen wir über ein Jetpack, das wir so lange einsetzen können, bis unsere Energieleiste leer ist. Indem wir geschickt von Hügeln heruntergleiten und geschickt auf Hügel rauffliegen, bauen wir extreme Geschwindigkeiten auf. Die Kunst besteht später darin, gute Lines durch die Level zu finden, also Wege, die möglichst ohne Verlust von Momentum von A nach B führen. Das dürfen wir auf einer leeren Karte üben. Natürlich sind die Maps komplett auf Skiing ausgelegt, wie man hier gut sieht. Wir schnappen uns mit Höchstgeschwindigkeit die Fahne, werden durch die zufälligerweise genau passende Architektur um 180 Grad in die andere Richtung katapultiert und befinden uns schon wieder auf dem Rückweg, bevor überhaupt ein Gegner reagieren konnte. Durch diese Art der Fortbewegung werden wir zu einem ziemlich schwierigen Ziel. Das gilt für unsere Gegner allerdings genauso. Und das ist es, was Tribes Ascent so anspruchsvoll macht. Wir müssen ständig den wahrscheinlichen Lauf- bzw. Flugweg unserer Kontrahenten vorhersehen, was deutlich schwieriger ist, als es aussieht. Zusätzlich bewegen sich die meisten Geschosse in Tribes sehr langsam. Extremes Vorhalten ist also unerlässlich. Eine Ausnahme stellt nur das Scharfschützengewehr dar. Mit dem treffen wir auf jede Entfernung ohne jegliches Vorhalten alle Ziele. Glücklicherweise bietet das Spiel auch beim Zielen Hilfe an. Im Target-Practice-Modus stehen, laufen und fliegen auf einer Map Gegner in festgelegten Bahnen herum. So können wir die unterschiedlichsten Situationen zumindest ein wenig trainieren. Haben wir Skiing und Waffenverhalten erstmal verinnerlicht, ist es an der Zeit, feinere Aspekte der Spielmechanik zu erkunden. Allein die Klassenwahl hat entscheidende Auswirkungen darauf, wie wir eine Partie spielen. In dieser Runde Capture the Flag haben wir uns die Infiltrator-Klasse ausgesucht, mit der wir uns auf Kosten unserer Energie unsichtbar machen können. Das hilft, wie man schön gesehen hat, sehr beim Flaggenklau oder dabei, den Generator des Feindes zu zerlegen. Der stets schwer bewachte Generator spielt beim Flaggenklauen eine entscheidende Rolle. In jeder Basis stehen Abwehrtürme, Radare und Munitionsdepots, die nur mit Strom laufen. Zerstören wir also die Stromquelle, in diesem Fall den Generator, schwächen wir damit das Gegnerteam enorm. Eher defensiv ausgerichtete Klassen fehlen natürlich auch nicht. Der Techniker kann zum Beispiel kleine Verteidigungstürme aufstellen, die automatisch auf Gegner schießen. Mit ein oder zwei weiteren Teamkollegen lässt sich die Flagge dann ganz gut bewachen. Sollte der Turm beschädigt werden, zücken wir einfach unser Reparaturwerkzeug und machen ihn wieder heil. Wer sich lieber aus dem Infanteriegetümmel heraushält, darf im Capture the Flag-Modus auch Fahr- und Flugzeuge erstehen. Mit dem Shrike behaken wir unsere Feinde dann ziemlich effektiv aus der Luft. Jede Klasse lässt sich im laufenden Spiel weiter anpassen. Verschiedene Waffen, Perks und Upgrades stehen zur Verfügung. Um neue Items freizuschalten, benötigen wir Erfahrungspunkte, die wir uns durch absolvierte Gefechte verdienen. Mit denen kaufen wir uns hier gerade ein Upgrade für die Stealth-Fertigkeit des Infiltrators. Von jetzt an kostet uns die Unsichtbarkeit weniger Energie. Vorbildlich, sämtliche Waffen lassen sich zwar Free-to-Play-typisch gegen Echtgeld erstehen, allerdings auch immer mit Erfahrungspunkten freischalten. Einige Gegenstände, wie das Stealth-Upgrade von eben, sind gar nicht erst für echte Euros zu haben. Ausschließlich Kosmetik-Items wie etwa neue Skins sind bezahlexklusiv. Die Maps sind klar auf Spielbarkeit ausgelegt.
Dichte Vegetation, besondere Details oder Abwechslungen abseits von der Umgebung suchen wir vergebens. Das höchste der Gefühle ist allenfalls noch dieses Riesenraumschiff, das die Karte kurzzeitig in Schatten hüllt. Naja. Auch die Waffensounds hinterlassen einen eher durchwachsenen Eindruck. Einige Wummen, etwa das Scharfschützengewehr oder der Granatwerfer des Soldaten, sind durchaus satt. Ziehen wir mit der gleichen Klasse aber das Sturmgewehr, müssen wir auf einmal einen Sound irgendwo zwischen Wasserpistole und Softairpistole ertragen. Die Musik, die uns während der Gefechte begleitet, ist dafür umso besser gelungen. Die treibt uns nämlich ordentlich an, besonders wenn wir die Flagge in der Hand haben. Dann drehen das Tempo und die Lautstärke ordentlich auf und schieben uns quasi zurück in unsere Basis. Tribes Ascent ist kein Spiel für zwischendurch. Die ersten Stunden Spielzeit erfordern Durchhaltevermögen und Frustresistenz. Wer sich aber über die anfängliche Durststrecke hinaus motivieren kann, für den entwickeln die schnellen Gefechte eine Dynamik, die ihresgleichen sucht. Sind wir einmal an dem Punkt, an dem Skiing und Vorhalten irgendwie von selbst funktionieren, können wir uns auf einmal auf das Feintuning unserer Klassen konzentrieren, wodurch wir unseren Spielstil spezialisieren. Und da beginnt der richtige Spaß.